Liebe Zuschauer, wissen Sie, was am 15. November 1999 war? Nein? Wir schon, denn genau heute vor 20 Jahren hat unser Chef Stefan Klarner unter anderem den Sender RTF1 ins Leben gerufen. Dass sich ein regionaler Fernsehsender so lange hält, ist heutzutage selten geworden. Für uns ein Grund, erst recht zu feiern. Und das werden wir ab heute ein ganzes Jahr lang. Hier ist RTF1 mit Lokalmeldungen für die Regionen Reutlingen und Tübingen. Es war mutig, einen eigenen regionalen Fernsehsender zu gründen. Und doch wusste RTF1-Geschäftsführer Stefan Klarner schon früh, dass die regionale Medienvielfalt von großer Bedeutung ist. Heute mehr denn je. Gerade in einer Zeit, wo wir ein Zeitungssterben haben, gerade in einer Zeit, wo über Social Media, so toll die Sache auch ist, unreflektiert, journalistisch unbearbeitet, Wahrheiten, Halbwahrheiten und Unwahrheiten verbreitet werden, ist es ganz arg wichtig, dass unsere Zuschauer oder dass überhaupt der regionale Zuschauer einen Fernsehsender hat, der wirklich aus seinem Lebensraum seriös und journalistisch aufbereitet berichtet. Von den frühen Anfängen noch im alten Hausmeisterhaus der Ehninger Färberei Kadel ging es ab 2004 zum heutigen Sitz der Klarner Medien in die Pfullinger Straße 4 in Ehningen unter Achalm. Zum einen haben wir natürlich eine weitaus größere Fläche zur Verfügung. Die Räume sind wesentlich großzügiger gestaltet. Wir haben ein sehr modernes Ambiente. Wir haben ein weitaus größeres Studio, das etwa 3-4 Mal so groß ist wie das bisherige. Als eines der größten Medienhäuser in Baden-Württemberg bespielt Klarner Medien gleich mehrere TV-Kanäle und produziert außerdem hochwertige Werbe- und Imagefilme. Einige Sender wie beispielsweise der Jugendsender Studio Live, in dem auch ich meine Moderationsanfänge bestreiten konnte, oder der Wissenschaftssender Prometheus hatten sich außerdem dazu gesellt. Natürlich wird nicht jedes Format heute noch ausgestrahlt, doch gerade Dinge auszuprobieren gehört auch zum Reiz eines privaten Senders. Als die damalige KBB hier die große Digitalisierungsoffensive in Baden-Württemberg gestartet hat, war Baden-Württemberg das erste Bundesland, das digital wurde im Kabel. Und der CEO, der Chef von der KBW, hat sich damals mit mir getroffen auf der Achalm. Und ich sagte ihm, schauen Sie, das ist hier mein Sendegebiet, was Sie sehen. Und ich erzählte ihm so, dass ich ein paar Internet-Fernsehsender aufmachen möchte. Und er sagte zu mir, warum machen Sie die nicht bei uns landesweit im Kabel? Denn wir brauchen neue Inhalte für dieses ganz neue digitale Fernsehprogramm. Bis heute gehalten und etabliert hat sich RTF1 für Reutlingen, Tübingen und den Zollernalbkreis. BB1 mit dem wichtigsten aus Bundesland und Landeshauptstadt, unter anderem mit den Debatten im Landtag. Sowie der regionale Infokanal RIC, der mit 4 Lokalausgaben für die Gebiete Reutlingen, Tübingen, dem Ermstal und die Alb sowie den Zollernalbkreis die Zuschauer auf dem Laufenden hält. In 20 Jahren ist in unserer Region viel passiert. Da ein einzelnes Ereignis hervorzuheben, ist nahezu unmöglich. Da gibt es natürlich eine Fülle von Themen. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Sehr viele emotionale Sachen, wenn wir Menschen helfen konnten, natürlich wenn irgendwelche Katastrophen waren. Natürlich sind in 20 Jahren auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekommen und gegangen. Vor der Kamera begrüßen in dieser Zeit auch unterschiedliche Chefredakteure die Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch vor Ort in der gesamten Region für sie unterwegs waren. Als rechte Hand der Geschäftsführung, aber nur selten für die Zuschauer aktiv sichtbar, ist Annette Klarner das Herzstück im Vertrieb. Einige Gesichter wie Sportmoderator Alexander Faller oder Moderator Roland Steck sind schon lange fest mit RTF1 verknüpft. Die Zuschauer gucken RTF1 meines Erachtens aus 2 Gründen. Hauptsächlich zum einen, weil wir hochkonzentriert fast ausschließlich aus der Region berichten, weil wir auch 7 Tage lang berichten, auch am Samstag und am Sonntag haben wir unser Team im Einsatz und eben, weil wir seriöse, zuverlässige Nachrichtenberichterstattung machen. Keine Fake News, keine Sensationsnews, sondern wirklich fundiert. Und deshalb feiern wir einfach ein ganzes Jahr zusammen mit Ihnen. Lernen Sie unsere Arbeit besser kennen. Wir zeigen Ihnen, was hinter den Kulissen von RTF1 so passiert, lustige Outtakes von unseren Moderatoren sowie Rückblicke auf die vergangenen Jahre. Feiern Sie mit uns das 20-jährige RTF1-Jubiläum.